Hey YouTube! Es ist wieder Zeit für Action am Schreibtisch mit der Haus und Minecraft Hexet. Und ich finde diese Ansage vor jedem Video oder vor jedem Let's Play oder wie auch immer viel zu lang. Gefällt mir ja nicht schlecht, ja? Also ich finde es ja so an für sich ganz gut, aber so lang. Schöner wäre es eigentlich so eine kürzere, knackige, aussagekräftige, irgendwie so. Hey YouTube, seid für Langeweile oder so. Nein. Aber ey, die ist mir irgendwie doch zu lang. Ich muss mal schauen. Ich muss mir da doch nochmal was umändern. Nee, das ist kein Eisen. Was ist das? Das ist bestimmt wieder nutzloses Aluminium. Von dem ich bis jetzt noch nicht rausgefunden habe, was damit eigentlich ist, was man damit machen kann. Nicht mal einen Eimer kann man daraus machen. Nicht mal einen Eimer. Das ist doch traurig. Ja, Aluminium, war klar, ey. Ich weiß nicht, ob ihr den auch hört, aber ich höre einen Zombie. Wo ist die Sau? Das heißt doch, hier muss wahrscheinlich irgendwo in der Nähe ein Höhlensystem sein. Und wo ein Höhlensystem ist, sollte rein theoretisch... Was ist das? Achso, auch. Okay. Sollte rein... Nee, das ist doch heller, oder? Was ist das? Was? Was ist das denn? Marble Cobblestone. Weicher. Aha. Okay. Sieht ja schick aus, so ein heller Cobblestone. Ja, mal gucken, was man da so mitmachen kann. Vielleicht können wir da den Boden dann rausmachen bei unserer Hütte. Ha? Dass wir so einen helleren Boden haben. Oh, das ist doch, glaube ich, eine Idee. Da nehmen wir mal mit hier. Da nehmen wir mal alles mit hier. Komm. Das nehmen wir mal mit hier. Da können wir vielleicht einen schicken Fußboden rausmachen. Ich höre immer noch den Zombie. Wo ist der? Wo ist diese Höhle? Der muss doch hier irgendwo ganz in der Nähe sein, oder? Wenn man den so hört, kann der doch nicht weit weg sein. Alter, das ist aber viel. Ist das neu? Ist das durch eine Mod? Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste nicht, dass ich diesen Cobblestone schon mal irgendwann vorher mal gesehen habe. Nee, da ist ein Dach. Okay, ein Dach. Ja, auf jeden Fall ist er zu. Da kann nichts runtergefallen kommen. Tja, wo könnte diese Höhle sein? Mit diesem Zombie. Das Dumme ist, wenn ich jetzt danach gehen sollte, so... Ja, das hört man doch. Muss ich dem Stöhnen und Geheule von ihm folgen? Da tue ich mich dann doch ein bisschen schwer mit in diesem Spiel hier. Richtungen aufgrund von irgendwelchen Geräuschen zu lokalisieren. Also das kriege ich ja dann doch nicht so ganz hin hier. Ja, ein Stack, das sollte wohl erstmal genügend sein, ne? Dann machen wir hier mal wieder zu. Damit uns da keine unliebsame Überraschung rauskommen. Ja, so. Und hier gehen wir weiter runter. Ja, da tue ich mich doch ein bisschen sehr schwer mit, wenn ich jetzt sagen müsste, so, ja, das kommt aus der und der Richtung, das hört man doch. Also ich höre das nicht, ich habe da absolut kein Gehör für bei diesem Spiel. Ja, das kriege ich nicht hin. Vielleicht wäre das was anderes, wenn ich jetzt Kopfhörer auf hätte. Moment, das hier ist Kies, ne, oder? Mal eben wieder eine Fackel hier, sonst seht ihr, glaube ich, auch nichts. Ja, hier haben wir langsam Kies, okay. Ich habe sogar diesmal dran gedacht, mir meine Uhr zu stellen. Damit ich die Zeit ein bisschen besser im Auge behalte. Das ist der Wahnsinn. Oh, das ist... Oh. Der wird immer besser, der Kerl. Ja. Nur weil ich alt bin, heißt das ja nicht, dass ich nicht lernfähig bin, ne? Alter, hier kommt nichts. Hier kommt nichts. Jetzt höre ich den Zombie nicht mehr. Doch, ich höre ihn immer noch. Kann das sein, dass er leiser wird? Ich weiß es nicht. Oh. Oh nee, ne? Okay. Na, Moment, hier war Schleichen. Oh, Diamant! Alter, was ist denn hier los? Das ist ja richtig. Moment, das müssen wir jetzt mal eben. Da ist auch noch was hinter, aber das ist sowieso Redstone, so wie es aussieht. Oh, da müssen wir natürlich dran. Nein, Diamanten, da braucht man ja wieder eine Eisenspitzhacke für, oder? Nein! Verdammte! Nein, da sage ich jetzt nichts so. Das werde ich jetzt nicht vollenden, was ich da sagen wollte. Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir das mal so. Ist ja nicht schlimm. Wir haben ja hier dann so einen kleinen Eingang. Dann bauen wir hier mal eben schnell ein kleines Basislager hin. Bestehend aus... Was ist das da hinten? Ist das Gold oder ist das Eisen? Ich glaube, das da hinten ist Gold, ne? Und da ist noch Redstone. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Das dort machen wir zu. Wenn ich mal wüsste, wo es herkommt. Ich glaube dort. Ja, wunderbar. Oh, da
ist ja noch mehr, da ist ja noch mehr. Moment, da müssen wir dann doch mal ein bisschen anders machen hier. Hm, da brauche ich doch ein bisschen mehr Platz. Dann bauen wir uns nämlich hier eben schnell eine Werkbank und einen Ofen. Eine Werkbank, habe ich überhaupt genug Holz mitgenommen? Ja, wir haben Holz. Dann bauen wir uns hier nämlich schnell eine Werkbank und einen Ofen hin. Damit wir so das wichtigste Zeug beisammen haben. Na, du störst mich aber auch so ein bisschen. Dich hätte ich ja eigentlich ganz gerne weg, aber... Na gut. Aha, das heißt... Geht's denn da wohl noch weiter? Nee, oder? Hier machen wir mal zu. So. Ja, das sieht doch super aus. Moment, dann machen wir das mal hier so. Hopp. Dann bauen wir uns hier mal eben eine kleine Werkbank. Die setzen wir uns mal hier hin. Bauen uns einen Ofen. Hopp. Ganz einfach aus dem Grunde. Na, packen wir da ein. Dann können wir uns nämlich hier das Eisenerz mal eben schnell brennen. Da können wir doch ein Eichensetzling da reinpacken. Dann können wir uns nämlich eine Eisenspitzhacke machen. Und dann sollte das doch kein Problem sein, die anderen Sachen da allesamt abzubauen. Und dann können wir zur Not auch immer hierhin zurück, wenn wir dann neues Werkzeug brauchen oder... Keine Ahnung was. Ja, komm, einen noch. Komm. Komm, im Schluck Kaffee. Ja, wunderbar. So, dann machen wir doch mal hier. Zack, zack. Ach, wird ja mal Zeit eigentlich auch, dass die ersten Gegner kommen. Ich würde mich mal zu gerne dieses Schwert ausprobieren. Komm, das Redstone nehmen wir auch sofort mal mit hier. Was wir uns da so schön gecraftet haben. Das würde mich doch mal zu sehr interessieren, wie das dann so... Moment, nein, jetzt muss ich aufpassen. Moment, den Stein machen wir mit der normalen Steinspitzhacke weg. Und die Diamanten mit der Eisenspitzhacke. Ja, wie, da gibt es keinen Erfolg für. Da gab es noch jetzt keinen Erfolg für. Hä? Müsste das nicht normalerweise erste Diamanten gegeben haben? Naja, egal. So, dann bauen wir hier mal auch noch. Das nehmen wir auch mit. Ach, Moment, Moment, Moment. Die Kohle nicht. Oh, hier ist ja nichts Schlimmes. Oh, geht ja. Gut, dann machen wir hier mal sicherheitshalber zu. Dann kann von da auch nichts kommen. So, dann nehmen wir hier die Kohle mit. Da gleich noch das Redstone. Das packen wir natürlich auch alles ein. Und wie gesagt, dann haben wir hier so ein kleines Zwischenlager. Wahrscheinlich nicht das Verkehrteste. Oh, ich hoffe nur, wir treffen nicht auf eins von diesen komischen Fliegeviechern. Dann sind wir sowas von tot. Wobei ich ja die Befürchtung habe, dadurch, dass wir jetzt Diamanten gefunden haben, sind wir sowieso sowas von tot. Ich kenne doch mein Glück. Und mein Glück ist normalerweise so, dass ich überhaupt keine Diamanten finde. Außer natürlich, wenn ich gerade schon so quasi kurz vorm Grundgestein bin. Dann kann es vielleicht mal sein, dass ich mal ein oder zwei finde. Aber so früh schon. Ich hoffe mal, das kommt einfach nur durch die Mod. Dass das normal ist bei der Mod hier. Alter, ist hier viel Redstone. Boah. Das ist aber auch nicht normal, oder? So viel? So weit unten sind wir da noch gar nicht, oder? Vertue ich mich da? Sehe ich da was falsch? Ich hoffe mal, das kommt alles durch die Mod. Beziehungsweise durch das Mod-Pack. Hier machen wir zu. Hier machen wir auch wieder zu. So. Dann müssen wir jetzt nur noch gucken, dass wir die Lava irgendwie... Na, die scheint da oben lang herzukommen. Moment, die machen wir nämlich auch mal eben noch weg. Hopp. Ja, wunderbar. Sehr schön. Na, ich kenne mein Glück. Ich fall da rein. Ich fall da... Haben wir alles voll mit Diamanten und keine Ahnung, was für ein geilen, genialen Zeug. Und was mache ich? Ich knall dann erstmal voll in die Lava rein. Ich kenne mich. Oh, ich glaube, draußen ist dunkel. Egal. So, dann machen wir hier auch mal sicher jetzt aber noch eine Fackel hin. Dann ist das schön hell hier. Und dann dürfte eigentlich nicht viel passieren. Und die Lava könnte mal ganz langsam. Lass die Zeit. Nicht hetzen. Mach ruhig und schön langsam. Hetz dich nicht, lass dir Zeit. Ja. Ich habe sowieso vor, die Let's Plays von Minecraft jetzt ein bisschen länger zu machen als eine Viertelstunde. Also von daher, lass dir Zeit. Ja. Na? Bist du soweit? Na, ah, guck mal, da passiert aber sehr schön. Seht ihr, man darf die einfach nur nicht hetzen, die Lava. Dann geht das auch. Die braucht jetzt halt auch so ein bisschen ihre Vorbereitungszeit, um erstmal zu schauen, wie sie es am besten hinkriegt. So, dann machen wir uns mal hier sowas ähnliches wie eine Treppe. Dahin und dahin. Und dann machen wir uns noch hier eine hin. Und, Schleich.
Und hier hin. Hopp. Und dann machen wir uns noch hier eine hin. So. So. Oh. Okay, dass das jetzt so dunkel ist, gefällt mir gerade gar nicht. Fackel. Ah, das geht aber. Das geht, das geht, das geht, das geht. Fackel. Lava. Aluminium. Redstone. Gold! Ich glaube, das ist Gold! Hä, mit dem anderen? Nee, das ist gar kein Aluminium. Das sind diese Knochen. Ja, okay, da kommen die nehmen wir auch mit. Die nehmen wir auch mit hier. Knochen ist immer gut für Dünger. Kann man immer mal gebrauchen. Alter, ich höre doch diesen verflixten Zombie. Wo ist denn der? Wo gammelt denn der rum? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Oh, nicht in die Lava, nicht in die Lava, nicht in die Lava. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Wir bunden uns mal schnell gerade hier so ein bisschen hoch. Dann mache ich das auch mal eben so. Damit uns hier nichts Unliebsames erwischen kann. Gold brauche ich, glaube ich, auch mindestens eine Eisenspitzhacke für, oder? Ja, ich meine, das wäre so gewesen. Hopp. So, dann nehmen wir uns mal eben das Gold mit hier. Kann ja auch nicht verkehrt sein. Das werden wir bestimmt auch noch brauchen. Okay. Ich sehe aber auch überhaupt keine Gegner, ich verstehe. Ich muss mal gerade was gucken. Ne, Schwierigkeitsgrad normal. Alles tut hier, alles super. Ja, ich habe ja auch gerade einen Zombie gehört. Nee, kann ja gar nicht sein, dass die Gegner ausgestellt sind. Nee, ist klar. Das gefällt mir jetzt aber gerade nicht so. Dass man Gegner hört, aber nicht sieht, das ist doof. Das machen wir auch mal zu. Wie gesagt, keinen Bock da nachher in der Lava drin zu landen. So, dann kann man hier hoch, dann kann man hier hoch, dann kann man hier hoch, dann können wir hier eigentlich mal eben dicht machen, dann kommen wir hier auch besser lang. Wenn wir denn schnell vor irgendwas flüchten müssen. Was wir bestimmt tun werden müssen. Oh, dann ist das hier wieder ein bisschen hoch. So. Das Redstone nehmen wir aber auch mit. Das auch. Okay. Okay, dann müssen wir da und dann da. Und das machen wir auch mal eben weg hier. Noch mehr Redstone. Ja, ich weiß, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Den Block abbauen, auf dem man rumsteht. Ganz schlechte Idee. Ganz, ganz schlechte Idee. Kann ganz übel enden. Ach komm, Lava, jetzt geh doch einfach weg hier, Mensch. Mensch. Jetzt mach dich doch einfach weg da. Ja, ich weiß, ich wollte dich nicht hetzen, aber so langsam mal. So langsam ist echt mal an der Zeit hier, dass hier mal was passiert. Hau doch ab da, hau doch ab da. Da ist noch ein bisschen Redstone, das nehmen wir auch wieder noch mit hier. Das auch. Oh, und da kommt noch Kohle auch noch. Ja, ich weiß, es ist Verschwendung, dass ich dafür die Eisenspitzhacke nehme. Es tut mir leid, ich bin doch so wechselfaul hier. 13 Minuten, ja, ich denke mal so 20 Minuten können wir ruhig jeden Part machen, das passt ganz gut. Oh, Eisen, oh, schön. Obwohl eigentlich nicht schön, wenn man so viel Eisen findet. Heißt das, dass in dieser Mod Eisen nicht wirklich viel wert ist, dass sie nicht wirklich viel bringt? Müssen wir mal schauen, wenn wir unsere erste Eisenrüstung komplett zusammen haben, wie viel Schutz wir dann so bekommen. Kann ja auch durchaus sein, dass andere Erze, die neu eingefügt sind hier, dass sie viel besser sind. Oh, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Dass die viel besser sind und viel mehr, die Waffen viel mehr Schaden machen, die Rüstungen mehr Schaden abhalten und die Werkzeuge vielleicht schneller abbauen oder länger halten oder keine Ahnung. Ich weiß es ja alles noch nicht. Wie gesagt, für mich ist das ja hier ein komplett blind Let's Play in dem Sinne, soweit es dieses Modpack betrifft. Ja, dann bist du ja immer noch da. Hopp da, hopp. Ja, wunderbar. Oh, und sofort so dunkel hier. Das ist nicht so schön. Das gefällt mir jetzt wieder gerade gar nicht so besonders. Ja, ein paar Fackeln machen wir nicht schlecht. Dann haben wir noch ein paar Stöcker. Ah, wir haben noch ein paar Stöcker dabei. Ein paar Stöcker. So, dann machen wir mal sofort noch ein paar hier. Zack. Dann setzen wir mal hier auch noch eine dran. Ha, ich habe auch so die böse Ahnung, dass da gleich irgendwas runtergefallen kommt. Irgendwas, was wir gar nicht haben wollen. Das Wasser nehmen wir auch mal eben weg hier. Ach, ich bin doch doof. Wir haben noch den Eimer dabei, ne? Ach, da hätte man doch jetzt eine Wasserquelle nehmen können. Egal. Das war bestimmt nicht die letzte Wasserquelle, die wir finden. Aber eben gerade hier so ein bisschen ausleuchten. Oh, aha. Okay. Nee. Ey, das ist aber versteckt hier. Das sieht man ja fast gar nicht. Was ist das denn? Moment, kann man das auch mit der Eisen? Mit der Stein? Ja, kann man. Da
Das heißt, das wird nichts Besonderes sein, oder? Und dann noch in so einer rauen Menge? Ah, aber Kies ist schon mal gut. Kies brauchen wir nämlich auch. Für Wege. Ja, ich bin so ein... Ah, da war Glowstone drin. Super. Ja, ich bin so ein Kiesweg-Fan. Was ist das wieder? Oh, so viele Erze, die man nicht kennt. Und alles muss man mitnehmen. Ja, kommt nehmen wir erstmal hier ein bisschen Kies mit. Das heißt, wir werden uns da wahrscheinlich in unserem Mini-Basislager auch noch so eine kleine Truhe hinbauen müssen. Oh, das wird ja viel zu viel, was man da alles da mitschleppen muss. Ich glaube, mit dem Nomadenleben, das wird schwierig. Obwohl andererseits, Materialien mitnehmen brauchen wir ja großartig nicht. Die findet man ja sowieso immer wieder. Im Endeffekt nimmt man ja dann nur seine Ausrüstung mit, sprich Werkzeuge, Waffen, die Rüstung, die man eventuell hat, was zu essen. Das war es im Großen und Ganzen doch dann schon, oder? Sehe ich das falsch? Ah, ja, ist nur Kies. Oh, da ist noch mehr Redstone. Da ist noch mehr Redstone. Das nehmen wir auch noch mit hier. Ich glaube zwar nicht, dass wir das brauchen werden, weil ich benutze nie Redstone. Aber wer weiß, wer weiß. So, das machen wir wieder hier mit der normalen weg. Oh, das war schon wieder mit der Steinspitzhacke. Ach, noch gar nicht geguckt, was das hier eigentlich für ein... Ach doch, das war Aluminium, ne? Das war nur Aluminium. Ja, stimmt, stimmt. Nutzloses Aluminium. Hä? Ah. Huh? Was ist das denn? Ach, kann man damit wirklich abblocken, oder was heißt das? Das geht dann weg? Ah, anscheinend kann man damit wirklich abblocken. Das ist ja mal geil. Ach nee, das ist... Zinnerz? Okay. Sieht genauso aus wie Pflasterstein. Oh, das wird aber schwierig, das auseinanderzuhalten, glaube ich. Das könnte problematisch werden, na egal. So, dann machen wir uns mal sicherheitshalber eben eine Truhe hier. Die stellen wir uns mal noch... Ach ja, natürlich. Hä? Hä? Hm. So, die stellen wir uns mal eben hier rein und da packen wir mal eben so ein paar kleine Metal-Kits rein. Wenn wir sterben sollten, damit wir wenigstens nicht alles verlieren, was wir so bisher gefunden haben. Das packen wir auch mal da rein. Ich packen wir auch erstmal da rein. Gut, dann haben wir doch erstmal nur das Wichtigste dabei. 17 Minuten und immer noch nichts gemacht und immer noch nichts gezeigt und immer noch nichts geschafft und immer noch nichts gesehen und noch nicht einen einzigen Kampf gehabt. Gut, nicht, dass mich das jetzt großartig stören würde wegen kein Kampf, aber... Ah, da ist auch noch so ein Erz. Ja, dann versuchen wir doch mal. Das versuchen wir doch mal direkt ranzuholen, ne? Komm hier hoch, komm hier. Oh, oh, du... Ich wusste es, der ist doch von irgendwo da oben runtergefallen gekommen, oder? Ich wusste doch, dass irgendwas hier runterfallen wird. Ah, gut, ich hätte jetzt mehr auf ein Skelett oder auf einen Zombie gehofft, nicht sofort auf so einen Creeper, aber... Ah, das war so klar, das war so klar. Mann! Okay. Wir versuchen uns... Nein, geh da raus, bevor der nächste runtergefallen kommt. Wir versuchen jetzt mal eben hier ranzukommen. Das machen wir auch wieder so. Ja, dass wir dann hier ein bisschen höher gehen. Dann dürfen wir nämlich einigermaßen sicher vor eben diesen Creepern sein. Okay, das kann man auch mit einer Steinspitzhacke abbauen. Das heißt, glaube ich, nichts Gutes über die Qualität dieser Erze, oder? Was haben wir denn da? Kupfererz. Mhm. Ja, gut. Ich gehe mal davon aus, dass wir mal wohl brauchen, ne? Na komm, nehmen wir dich mal weg hier. Dich weg hier. Oh, Kohle. Kohle ist natürlich wieder sehr schön. Hopp. So, dann sind wir auch jetzt mal wieder einigermaßen sicher. Bevor da das nächste Bömmchen runtergestürzt kommt. Hey, ja, ja, ich würde lachen jetzt. Ja, jetzt baue ich hier den Kies ab und dann ist genau da ein so ein Viech drin. Ne, da ist glaube ich alles zu. Ne? Da ist, ja, da ist alles zu, okay. Und dann wäre da ein Creeper runtergefallen. Das wäre es natürlich gewesen. Ne? Das machen wir eben wieder zu. Ne? So. Moment mal, im Schleichmodus. Wir müssen irgendwie, ich glaube, hier weiter hoch. Kann das sein? Ha? Ah ja, sieht gut aus. Dann bauen wir es jetzt mal eben hier ein Stückchen hoch. Und da kommt nichts. Dann machen wir uns aber mal eben eine Fackel rein. Nur so. Nur einfach so. Ich habe es gerne hell bei diesem Spiel hier. Ich habe es bei diesem Spiel hier gerne... Oh, und ein Bogenschütze. Na, was? Was? Wo kommst du denn her? Du Sau. Nein, nicht wegschmeißen. Oh, 7 Schaden ist nicht... Oh, und ein Schwert.
Aber 7 Schaden ist ja mal nicht schlecht. Also da muss ich ja sagen, wow. Das macht sich ja dann sogar bemerkbar, wenn man so ein größeres Schwert hat, oder? Oder so ein Pfeifen. Da oben, seht ihr da, auf diesen Dingern gammeln die dann so rum. Da ist es. Und fallen dann runter und dann wird man auf einmal hinterrücks angegriffen. So eine Sauerei von den Viechern. Mann. Okay, egal. Ich wollte jetzt unbedingt an das Kupfer noch ran. Bevor wir die Aufnahme beenden. Ja, da ist es doch schon. Super. Was wir dann auch gleich machen werden, weil 20 Minuten sind jetzt voll. Ich denke mal, das ist mehr als genug. Ich muss mir auch mal was einfallen lassen, dass ich irgendwie mal andere Sachen erzähle, glaube ich. Ich rede ja immer nur von dem, was wir hier gerade... Was wir hier immer so machen, dass ich mir vielleicht mal immer so das ein oder andere Thema rauspicke, was mich gerade beschäftigt und das dann eventuell zur Sprache bringe. Oh, da ist auch noch so viel Redstone. Oh. So viel Gedönse, so viel Zeugs. Naja, jetzt erstmal hier. Ach genau, da machen wir mal sicherheitshalber noch eben so, damit hier nichts rankommt. Hier kommt jetzt nichts hoch, ne? Es müssen jetzt 2 sein. Jawohl. Dann haben wir nämlich unsere Ruhe vor Zombies und Creepern und keine Ahnung was alles. Und wenn von dort oben was kommt, haben wir natürlich ein Problem. Also würde ich sagen, machen wir dann auch mal hier eins hin. Da kommt ja auch nichts durch, genau. Aber wir sehen das, wenn da was stehen sollte. So. Superb. Pflasterstein, Kupfererz. Muss man das brennen? Ja, das kann man brennen. Kies. Pflasterstein. Emerald Shard, okay. Mal eben alles hier reinschmeißen, Moment. So, das heißt also Aluminium, Eisen, Golderz, Zinn. Und Marble Cobblestone. Und ein bisschen Glowstone. Ah. Nicht das Schlechteste, was wir bis jetzt gefunden haben, ne? Hätte schlechter laufen können. Ja, mit süßer Zinn. Zinn, was kann man denn vielleicht wohl aus Zinn? Moment, wir gucken mal eben hier. Ja klar, Zinnbarren, Zinnkies, geschmolzenes Zinn, Zinnblock. Ja. Was kann man daraus machen? Versuchen wir mit dem Englischen. Tin. Oh, feurige Spitzhacke. Was? Rotes Miniaturherz. Nee, ich wollte eigentlich nur Riftblade. Erschaffe Tintenfisch. Marble, Tintensack. Reinforced Tinshed Print. Ja, aber dann weiß ich jetzt immer noch nicht. Ich werde mich da mal schlau machen. Ich werde mich dann nachher mal dann offline... Ach nein, halt hier. So. Ich werde mich dann offline mal darüber schlau machen, was man aus diesen ganzen Sachen machen kann, was die einem bringen sollen. Und kann man das ausschmelzen hier? Kann man das auch irgendwie? Jo, geht. Ja, wird wahrscheinlich ein Zinnklumpen bei rauskommen. Ein Zinnbarren. Jedenfalls werde ich mich mal da schlau machen. Natürlich, ein Zinnbar. Werde ich mich mal schlau machen, was man mit diesen ganzen Sachen so machen kann, wofür die sind, wie die gecraftet werden und keine Ahnung. Sowas eben alle. Apropos, wie die gecraftet werden. Ja, Moment. Wir machen jetzt mal eben Folgendes. Wenn ich noch wüsste, wie die gingen. Das war, glaube ich, so. Und dann hier so drumherum, kann das sein? Ich glaube, ich vertue mich da jetzt sowieso wieder. Moment, mal gerade gucken. Geil, da. Die werden wie... Nein! Die werden wie gecraftet? Wie werden die gecraftet? Ach so, ganz anders. Ja, okay, natürlich. Hätte ich mir denken können. Wir machen uns nämlich mal so eine Skies. Was uns nichts bringt, weil wir jetzt kein Glas haben und dann keine Flaschen machen können. Das ist natürlich wieder doof. Das heißt, wir könnten die Essenzen dann sowieso nicht einsammeln von den Gegnern. Und das wiederum heißt, bringt uns gerade noch gar nichts. Okay. Jedenfalls machen wir hier dann erstmal Schluss für heute. Ja, ich mache Schluss mit euch. Für heute jedenfalls. Und dann hoffe ich mal, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und ich hoffe auch mal, dass es dann ein bisschen interessanter wird, dass wir vielleicht mal ein bisschen mehr zu sehen bekommen. Weil bis jetzt ist ja doch noch nicht so der Wahnsinn, wo? Naja, ich sag mal. Bis zum nächsten Video und tschüss!